Muss in der Lage sein, wenn ein Experiment gut geht, von Freude an die Tilly hochkommen zu kommen und die Freude zu geniessen. Und auf der anderen Seite, wenn ein Experiment schon fünfmal schief gegangen ist, das wieder 16-mal trotzdem können zu machen, durchzuhalten. Das heisst, das Wellental von auf und ab, von Freude und Enttäuschung eigentlich können durchzustehen. Der Weg von der Idee zur Anwendung kann gerade in der Nanotechnologie besonders lang sein. Im kleinsten Maßstab wird hier erforscht und entwickelt, was später tonnenweise produziert wird. Durch die Synthese verschiedener Gase und Flüssigkeiten entstehen kleinste Rußteile, Nanoruß sozusagen. Die Partikel aus Titaniumdioxid sind Bestandteil von Produkten wie Sonnencreme oder Keramikfüllungen für die Zahnmedizin. Ja, es fasziniert mich sehr an der Nanotechnologie, dass man Partikel an und für sich nicht sieht, dass aber trotzdem einen riesigen Einfluss haben auf die Eigenschaften der Materialien. Die Industrie verarbeitet Nanokomponenten schon seit einigen Jahren in großen Mengen. Hier, in einem photochemischen Unternehmen, sind sie Teil der geheimen Rezeptur für die Beschichtung von Fotopapier für Tintenstrahldrucker. Die Nanobestandteile vergrößern die saugfähige Oberfläche eines A4-Blattes auf die Fläche eines Fußballfeldes. Dadurch wird die Farbe extrem rasch aufgesogen und sie schmiert nicht. Innovative Produkte durch Nanotechnologie, das fordert von den Forschern täglichen Einsatz. Neugierde jeden Tag aufs Neue, Interesse an Details, neben einer soliden naturwissenschaftlichen Ausbildung. Und ich glaube auch das Interesse, sich auf was Neues einzulassen und was Neues lernen zu wollen. Das scheint mir ganz arg wichtig zu sein. Und dass man fächerübergreifend was lernen möchte und nicht nur das mit dem arbeiten will, was man in der Hochschule gelernt hat. Nanoröhrchen aus Kohlenstoff strapazieren das Vorstellungsvermögen. Im Querschnitt messen sie nur einen Nanometer, aber sie sind 1000 Nanometer lang. Sie sind 20 Mal zäher als Stahl. Elektrisch leitend und sehr vielseitig nutzbar. Nanoröhrchen werden als kleinste Quellen für Infrarotlicht erforscht. Und sie dienen als Elektronenquelle für ultraflache, kostengünstige Displays mit höchster Bildqualität. Die Technologie beruht letztlich auf Verfahren, wie wir sie in der Natur finden. Ein ganz zentrales Prinzip der Nanotechnologie ist die Selbstorganisation. Weil wir mit sehr kleinen Objekten arbeiten, müssen wir die Objekte in sehr grossen Zahlen herstellen. Millionen, Milliarden. Das können wir aber nicht einzeln machen, sondern wir geben der Natur Vorgaben, wie sie die Objekte zusammenbauen muss und dann soll sie selber schauen, wie sie die grosse Anzahl von den Objekten in der Selbstorganisation fabrizieren kann.